Heute zeige ich euch eine einfache Möglichkeit, den Backofen zu reinigen und den Backblech und immer sauber ihn zu halten ohne Chemie und auf umweltfreundliche Weise. Ich habe hier in einer Schüssel ca. 100 ml Essig gegeben, dazu weniger als 1 Liter heißes gekochtes Wasser. In der Mitte von Backofen tun die Schüssel und das gleiche habe ich gemacht mit dem Backblech. Schaut euch an, wie schmutzig der Backblech ist. Dann gießen wir wieder Essig, wieder 100-150 ml Essig und dazu kochendes Wasser. Wir stellen wieder den Backblech im Backofen auf die untere Seite vom Backofen und lassen wir ihn einwirken ca. 20 Minuten. Tür schließen bei Backofen. Jetzt nehmen wir den Glierrost und den Backblech raus und schaut euch an. Der Schmutz hat sich von alleine gelöscht. Nach nur 20 Minuten mit diesem genialen Trick. Jetzt mit nur abwischen, mit einem sauberen Tuch abwischen, den Glas und den Backofen drinnen. Dann mit mit Küchenrolle richtig abgetrocknet und der Backofen ist sauber, glänzt wieder wie neu nach nur ca. 20 Minuten, ohne viel Arbeit zu investieren. Probiere es unbedingt diese Tipps mal aus, es wird euch helfen. Wenn es sehr schmutzig ist im Backofen, nach längerer Zeit kannst du andere meine Videos schauen mit Backofen. Schau an, die Backofen glänzt jetzt wieder wie neu, in nur kurze Zeit, ohne viel Arbeit zu investieren, ohne viel Mühe. Tue das nach jedem Gebrauch und wirst du begeistert sein.